Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um den Envelope Depth oder den Envelope Amount, eine Art Offset oder einen Bereich, den ich mit einer ADSR-Hüllkurve modulieren kann oder modellieren kann, vielleicht eher gesagt. Aber um euch das ein bisschen besser zu demonstrieren, hörmäßig, erstmal Folgendes. Ihr kennt das, wenn ihr morgens aufwacht, habt ihr die Wahnsinnsmelodie im Kopf. Die geht euch den ganzen Tag glücklicherweise nicht aus dem Kopf und abends bei der Bandprobe spielt ihr dann der Band eure Hammermelodie vor und die geht ungefähr so. Die Band ist völlig begeistert, rastet komplett aus und denkt sich, mal gucken, was wir dazu spielen können und steigt darauf ein. So, nachdem ihr 6 Stunden lang komplett durchgejammt habt, denkt ihr euch, naja, so ein bisschen Bewegung im Sound wäre doch ganz gut und Bewegung im Sound kriegt man ganz gut hin. Einmal zum Beispiel mit einem Filter und da kommt die Envelope Depth oder Envelope Amount oder es gibt noch weitere Bezeichnungen dafür ins Spiel, wie ihr mit einer ADSR-Hüllkurve den Filter bewegen könnt. Wie das genau geht und was ich da gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist mein Polysynth, den ich hierfür benutzt habe. Und hier habe ich so ein paar für mich schöne Sachen gemacht. Und das Lied, das ich eben so gespielt habe, was 6 Stunden lang durchgechampt worden ist, kann man jetzt, ups, kann man jetzt so ein bisschen aufhübschen oder auf Neudeutsch abspeisen. Merkwürdiges Wort. Und zwar indem, dass ich jetzt einfach hingehe und den Filter bewege. Wenn ich jetzt den Ton einfach mal so spiele, jetzt einfach mal die ADSR-Hüllkurve mit reinnehme. Das hier sind die zwei Noten, die gespielt werden. Und mit dem Button habe ich jetzt hier ein paar LFOs, wo ich hier so ein paar Sachen moduliert habe. Und habe dann noch so ein bisschen Hall dazu gepackt. Und noch ein bisschen Delay. Wenn ich jetzt die Band mit dazu nehme, den Bass, den weltberühmten Lambada-Beat, im Gegensatz ohne jede Effekte und Modulation. Da kann man doch einiges machen. So, aber packen wir jetzt mal die Lambada Big Band hier weg. Und gehen jetzt einfach mal auf einen Polysynth. So, ich habe jetzt einfach mal verschiedenste Instrumente geladen, um einfach mal zu zeigen, wo überall so ein FEG drin ist. Also mein Polysynth ist hier auf der Ecke. Oh, da habe ich keinen Original-Polysynth. Den muss ich nochmal als Default-Preset laden. Habe ich hier an der Stelle die ADSR-Hüllkurve und hier hinten ist dieser berühmte Filter Envelope Depth oder Filter Envelope Amount. So, was Ähnliches gibt es auch beim Phase 4, wenn nicht sogar fast das gleiche, aber nur ähnlich. Hier ist die FEG, also die Filter Envelope Generator, hier ist die Hüllkurve, hier habe ich sogar noch die Möglichkeit mit der Velocity zu arbeiten. Und hier ist dieser FEG Amount, also Filter Envelope Generator Amount mit Positiv- und Negativwerten. Und das gleiche gibt es auch beim Polymer. Da ist der FEG hier unten, die ADSR-Kurve. Dann habe ich hier den Cutoff Modulation Amount, heißt der an der Stelle. Der hat immer so ein bisschen andere Namen.
Und natürlich, wie vorhin auch bei den anderen, habe ich hier noch einen Modulator. Da kann ich einfach die Hüllkurve nehmen und irgendwelche anderen Parameter unabhängig vom Filter modulieren. Beim Polymer habe ich hier unten noch so ein kleines Ein-Ausschalt-Knöpfchen, um den Sub und den Noise mit in die Filtermodulation mit aufzunehmen. Der Letterfilter hat sowas drin, nämlich hier der ADSR-Drehregler. Dann wird diese Hüllkurve hier benutzt für den Filter hier. Und hier kann ich auch nochmal die Velocity mit einbeziehen. Bei dem Search ist das Ganze hier, habe ich hier die beiden Filter, Filter 1 und Filter 2. Dann habe ich hier die Filter FEG. Die Filter-EG, also Envelope Generator mit ADSR. Und hier kann ich dann für jeweils den Filter 1 und den Filter 2 einen positiven Wert einstellen oder einen negativen Wert einstellen. So, und auch zum Beispiel beim Helm, ich zeige jetzt einfach die beiden mal, um einfach zu zeigen, dass es bei anderen Synthesizern genauso ist. Der ist ja schon einen Ticken älter, aber auch der hat hier einen Filter. Ups, jetzt habe ich ihn ausgemacht, wollte eigentlich anmachen. Hier in der Mitte dieser Filter und hier einen Filter Envelope. Wieder hier mit einem ADSR. Und da kann ich das modulieren, indem ich zum Beispiel, machen wir einen Moment, machen wir den Filter hier einfach mal so ein bisschen zu. Das ist ein Low-Pass-Filter und dann drehen wir den hier so ein bisschen auf. Vielleicht nicht ganz so heftig. Na, irgendwas dazwischen wäre vielleicht schön. So zum Beispiel. Und dann kann ich hier entsprechend Attack, Decay, Sustain und Release einstellen. Der Filter reagiert dann entsprechend. Zum Beispiel. Also das bezieht sich nicht nur auf die Bitwig-Synthesizer, sondern auch auf viele andere VSTs. So, und was man jetzt damit einfach machen kann, beziehungsweise einfach zur Erklärung von diesem Filter-EG, weil das ist so manchem nicht so ganz so hundertprozentig klar, was das Ding macht oder wie man, ups, oder wie man das sauber benutzen kann. So, und zwar habe ich hier einmal diesen Filter-Cutoff und die Resonanz. Hier lassen wir jetzt einfach mal da. Hier habe ich einen normalen zweipoligen Filter eingestellt. Könnte auch vierpolig, aber lassen wir mal auf zweipolig. Das reicht. Das ist mein Sound, den ich hier habe. Dann habe ich hier die Filter, die FEG. Ich nenne das jetzt einfach mal verkürzt FEG. Und egal, was ich da jetzt gerade mache, da verändert sich jetzt nichts, solange ich da drauf rumdrücke. So, und jetzt kommt hier diese Envelope Death mit ins Spiel. Und zwar kann ich mit der Envelope Death einen zweiten Punkt, einen sogenannten Offset, festlegen. Das ist mein Standardfilter. Soweit ist der geöffnet. Bei, was haben wir, 565 Hertz ist der geöffnet. Und kann jetzt den zweiten Punkt festlegen, entweder auf der positiven Seite plus 96 Semitones oder auf der negativen Seite minus 96 Semitones. Machen wir ja einfach mal so 64, 65 Semitones, also hier so ein Viertel auf. Bei dem Filter hier ist jetzt der Offset von hier plus dieses Viertel plus 64 oder 65 Semitones. Das heißt, der Filter kann diese Bewegung jetzt machen durch diesen Offset. Und diese Bewegung, die generiere ich hier jetzt mit dem ADSR. Wenn ich jetzt den ADSR hier drücke oder eine Taste drücke, höre ich schon was. Normalerweise klingt der ja eher so. Egal, ob ich das hier auf habe oder nicht. Mache ich den Decay auch mal runter. Jetzt ist alles hier auf 0. Hoffentlich. Alles auf 0, genau. Und jetzt drehe ich den hoch auf ein Viertel circa. Also 68 ist okay. Und ich höre jetzt so ein Klicken. Und das Klicken kommt jetzt daher. Das heißt, Filter steht hier auf 12 Uhr und der Offset habe ich einfach um eine Vierteldrehung auf ca. 3 Uhr gedreht. So, das heißt, der Filter kann diese Bewegung hier machen, diese Viertelbewegung. Und diese Viertelbewegung steuere ich hier mit dem ADSR. Und warum jetzt dieser Klick kommt, hängt jetzt mit dem ADSR zusammen.
weil ich zum Beispiel sagen kann, mit dem Attack, ein langsamer Attack geht von Punkt 1 oder Punkt 0 auf den Punkt 1 Offset hoch mit dem Attack. Dann kommt die Decay-Phase und die Decay-Phase ist ja vom höchsten Punkt hier. Je länger ich den aufziehe, desto langsamer geht er dann auf das Sustain-Level zurück. So, und da das Decay hier jetzt quasi auf 0 ist, also quasi sofort wieder runter geht auf Sustain, und der Sustain ist ja quasi auch auf 0, also quasi hier, kriege ich dieses Klicken, wenn hier alles auf 0 gestellt ist. Das heißt, die Kurve geht auch ganz kurz auf Maximum hoch mit dem Attack, dann die Decay-Phase auf Sustain runter, das ist alles bei extrem kurz, macht er ganz kurz diese Bewegung hier nach unten und wieder zurück und bleibt dann auf dem Sustain-Level. Könnt natürlich den Sustain-Level hier hochziehen. Dann geht der kurz hoch und geht auf den Sustain-Level. Und natürlich dann Release noch zum Schluss. So, das heißt, mit dieser Drehung hier stelle ich die Zeit ein, wie lang er von hier bis zu dem Offset hier braucht. Also diese Drehung. Und je nach Phase beim ADSR, Attack, Decay, Sustain ist ja, wenn ich die Taste halte, oder Release, geht das wieder zurück. So. Und dasselbe, beziehungsweise das gleiche, kann ich im negativen Bereich machen. Das heißt, mein Punkt 1 ist hier und mein Offset geht hier ins Negative, also hier zum Beispiel auf 9 Uhr. Das ist der Bereich, den ich mit den Reglern hier drehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Attack langsam aufmache, dann geht der hier los. Braucht dann diese Zeit hier, um den Regler hier runter zu drehen. Und geht dann wieder auf die Position, die ich hier eingestellt habe, zurück. Also quasi der Anfang. Wenn ich jetzt Decay hier ein bisschen langsamer mache, dann braucht er wieder langsam, um von dem Maximum, das ist jetzt halt alles so ein bisschen invertiert, weil es ins Negative geht, von dem Maximum, mit dem ich das Attack hier eingestellt habe, wieder zurück zu dem Sustain. Also hier oben, wenn ich den Sustain hochdrehe, dreht sich dieser Regler. Sustain habe ich jetzt zur Hälfte aufgedreht, circa, oder sogar ganz genau. Wow. Und ich habe ja diese Bewegung, dann bleibt der Sustain hier in der Mitte stehen. Drehe ich den komplett auf, dann geht der Sustain bis hier runter. Den hört man schon gar nicht mehr. Dann müsste ich den hier weiter aufdrehen. Aber sagen, okay, ich drehe den hier auf Viertel. Hier habe ich circa einen Viertel zurückgedreht. Das heißt, hier einen Viertel minus. Dann würde der Filter bis hier oben gehen. So, das heißt, wenn hier alles auf 0 ist, dann bin ich hier auf dem ursprünglichen, und will ich den in diese Richtung modulieren, dieses Viertel, dann kann ich mit einer kompletten Drehung die Zeit einstellen, wie lange er braucht, um dieses Viertel hier zu modulieren. Da
dann macht er hier Aua. So, und das Ganze kann ich noch mal ein bisschen verschärfen, indem dass ich hier auf der Seite ist die Filter Envelope Generator Curve. Und vielleicht, die muss man vielleicht ein bisschen größer machen. Und zwar kann ich hier, die ist linear hier, wenn ich die anfasse, drücke und nach unten schiebe, dann kann ich sie ein bisschen konkav machen. Das heißt, das ist auch der zeitliche Verlauf. Am Anfang geht es ein bisschen langsamer und gegen Ende der ADSR-Kurve geht es dann richtig schnell, dieser Verlauf. Oder ich drücke sie in eine andere Richtung, wackelt ein bisschen, in eine konvexe Richtung. Das heißt, am Anfang geht es ganz schnell und zum Ende hin wird es dann immer langsamer. Oder ich mache einen Doppelklick drauf und habe den dann einfach wieder in einer linearen Kurve. Den gibt es nicht bei jedem Envelope-Generator, aber bei sehr vielen. So, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen visueller machen, was ich da gemacht habe, packe ich den ADSR von der Filter-Envelope nochmal komplett auf 0 und mache das jetzt nochmal mit diesem negativen, aber diesmal hier nicht mit dem Schalter, sondern ich moduliere den und sage einfach so, okay, ich möchte den Filter quasi um ein Viertel zurück modulieren. Und kann jetzt zum Beispiel den Attack hier einstellen. Und dann sehe ich, dass hier wieder moduliert wird. Und genauso kann ich das dann mit dem Decay wieder machen. Und dann noch einen langsameren Decay. Und so sehe ich schön die Modulation, die er hier mit dem Envelope Dev hier macht. Nur hier muss ich das halt direkt mit dem Modulator machen. Also das heißt, ich kann es mit dem Modulator machen. Ich kann aber auch einfach den Amount hier quasi einwählen. Kann hier noch die Kurve verändern und kann diese Modulation zusätzlich nehmen, um irgendwelchen anderen Parameter hier auch nochmal zu verändern. Und bin dann immer noch frei genug, dass ich hier den Amount nochmal anders einstelle, ohne dass alle anderen Parameter nochmal angepasst werden müssen. Das ist der Vorteil bei so einem zusätzlichen Schalter. So, ich hoffe, das hat euch so ein paar Tipps geben können. Vielleicht wusstet ihr das ja noch nicht, vielleicht wusstet ihr das. Würde mich über Kommentare freuen, wie ihr das macht mit so Filterbewegungen, ob ihr das automatisiert oder lieber moduliert oder ob ihr zum Beispiel solche Möglichkeiten benutzt. Letztens bin ich auf einen schönen Satz gekommen und zwar der heißt, Sound soll man dort machen, wo er entsteht. Der klingt am Anfang so ein bisschen blöde, hat aber so eigentlich einen sehr tiefgründigen Sinn, weil je früher ich einen Sound in diese Richtung bringe, in der ich ihn haben möchte, muss ich ihn nicht nachträglich versuchen, mit allen möglichen Mitteln irgendwie dorthin zu zwängen, wo er eigentlich hin soll. Das heißt, von Anfang an den richtigen Sound zu kreieren, spart mir hinten raus eine ganze Menge Ärger, Zeit und erspart mir einen Haufen anderer Probleme, die ich mir einfange mit irgendwelchen Tricks und Sachen, die ich dann zusätzlich einsetzen muss. So, ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, kommentiert. Ich freue mich immer über Kommentare, wenn ich ein bisschen was mitkriege von den Menschen, die die Videos schauen und vielleicht auch ein bisschen Feedback von euch, was ihr so macht. Jetzt hier in dem Video mit den Filtern oder mit den ADSR-Kurven, wie ihr das Ganze einsetzt. Da gibt es ja bestimmt noch total kreative Dinge. Da würde ich mich sehr drüber freuen, von euch zu hören. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.